Da sollten wir ja noch genug Altmetall haben. Bauarbeit ist alles vollgefüllt. Wir haben keinen Förster mehr. Der ist verstorben. Opfer. Okay, fürs Erste haben wir eh noch genug Holz. Aber ich glaube. Ich erweitere dann hier mal die Jungtierproduktion. Weil vom Erhalt sollten wir eh keine Probleme haben. Aber vom Erhalt unserer Population. Also, dass wir genug Nahrung haben für die ganze Population, die wir uns aufbauen. Das Einzige ist. Dass sie jetzt beginnt zu sterben. Das würde ich auch, da wir noch mehr Jobs haben, die wir belegen müssen, möchte ich es gerne abfangen. Dass wir jetzt neu, dass wir genug Nachfahren erzeugen. Bären haben wir eh genug. Ja, da haben wir ja mehr als genug, 200 Bären in einem Lager. Ich hätte gehofft, dass er darunter kommt, der eine Bauer. Ah ne, er ist zum Förster geworden, das geht auch. Ist sogar vielleicht besser. Brauchen ein bisschen mehr Wasser. Ach nee, hätten wir noch nicht mal wirklich gebraucht. Aber wir füllen es trotzdem ein bisschen nach. Auch wenn wir im Endeffekt damit das Becken hier unten nachgefüllt haben. So, ja, Lebensmittel produzieren wir mehr als genug. Vor allem jetzt, da wir uns auch nicht wirklich Probleme um die Türen, also Gedanken um eine Türe oder so machen müssen. Getriebe sind nur das einzige Problem für uns jetzt wirklich. Weizen produzieren wir aber eh auch noch mehr als genug. Also mehr, schon mehr als genug. Das heißt, wir können uns einen kleinen Buffer aufbauen. Für den Moment, wo wir es nachher beginnen werden zu verarbeiten. Und das Monument. Das bauen wir jetzt einfach hierher. Und den können wir höchste Priorisierung geben, weil da haben wir eben mehr als genug Rohstoffe. Also wir haben der 600 Holz Lager und da haben wir noch einen kleinen Wald. So. Hab schon 50% des Monuments fertig. Und Ehrfurcht bringt Arbeitsgeschwindigkeit plus 25%. Heißt das Monument? Wird alle unsere Biber, soll es eigentlich treffen, also dauerhaft immer mit Ehrfurcht erfüllen. Wir haben einen 25%igen Arbeitswurf. Und Ehrfurcht steigt jetzt schön an.
Ah, soziale Kontakte erhöhen die Wachstumsgeschwindigkeit unserer Zwiebelnachwuchses. Damit können wir also dafür sorgen, dass sie schneller erwachsen werden und schneller arbeiten. Interessant. Bei Ernährung ist Lebenserwartung. Lebenserwartung. Und meine Biber fühlen sich wohl. Es, fast alle haben Ehrfurcht 1 schon. Perfekt. Komfort ist hoch genug. Spiritualität ist auch hoch. Ästhetik ist das Einzige, was wir hochbuffen müssen. Das haben wir nachher, sobald wir hier die Biberstatue haben. Dafür brauchen wir nur ein paar Eisenblöcke. Also Metallblöcke. Dafür brauchen wir Getriebe. Und für Getriebe brauchen wir Energie und dafür brauchen wir Wasser. Das Wasser kommt jetzt eh schon wieder. Lass mal ein bisschen nachrinnen. Das muss jetzt wieder warten. So, lass uns jetzt aufstauen komplett. Okay, Stufe 2 ist zu hoch. Also nur auf 1,5 dürfen wir es lassen. Wird die Überflutung auch irgendwann... Okay, ja. Jetzt wieder weg. So, Arbeitszeit auf 20 Stunden erhöhen. Schlepperposten aktivieren. Weil du musst da jetzt wirklich nicht drin hocken. Und der müsste eigentlich jetzt auch nicht wirklich drin hocken. Ah, den lassen wir jetzt da. Oder nee. Soll irgendwas Besseres machen für die Gesellschaft. Sägewerke sind 6 und 8 aktiv. Papierfabrik ist eine aktiv, perfekt. Wir haben jetzt einen Energieverbrauch von 790 PS und produzieren schon wieder 900 PS. Das heißt, wir verbrauchen jetzt wirklich massenweise Energie. Und das noch ohne die ganz teuren. Die 250 PS würdest du selber nur als ein einziges Gebäude verbrauchen. Ja, jetzt haben wir noch nicht mal die ganz teuren, also die einen extremen Energieverbrauch haben, die Gebäude. Diese drei Gebäude werden 57 PS haben. Also so viel verbrauchen wie die Gebäude hier. Na, das wird noch ein Spaß. Wir werden auf jeden Fall mehr Wohnraum brauchen. Heißt, wir bauen hier nochmal 4 Baracken, das ist 40 Wohnraum nochmal. Das heißt, wir haben 100 Wohnraum dann am Ende. Setzen wir auch so ein Dach drauf. Nun müssen wir auch irgendwie einen Zugang machen, dass wir auch die Dächer auch wirklich bauen können.
Warte, brauche ich nur ein Schleppergebäude, das aktiv ist. Weil 5 Schlepper sollten am Anfang mal ausreichen, hoffe ich mal. Also ich mache eh. Okay, wir haben 180 Planken einfach auf Reserve. Weil diese Anzahl an Sägewerken ist auf jeden Fall mal nützlich. Wir haben eigentlich alles auf Maximum, außer Ästhetik. Aber dafür haben wir eh schon ausgesorgt, der Biberstatue hier. Die sollten auch die Ästhetik eh hochkriegen. Ah, wir könnten offenbar auf... wir werden auf jeden Fall auch schon die Flamme des Fortschritts machen können. Also sobald wir die Forschung haben, werden wir es auf jeden Fall bauen. Hier bauen wir noch. Das Wasser rennt jetzt schon zurück. Schon nicht so lustig. Nur unsere Schlepperposten braucht Arbeiter. Wir haben Wohnraum für 100 Biber. Dann haben wir jetzt 3 Schlepper. Sägewerke sind voll, Holzfäller sind voll, Papierfabrik ist voll, Plünderer sind voll. Ah, jetzt haben wir einen Schredder. Brauchen wir da. Ah. Energierad ist doch 50 Pferdestärke, oder? Ja. Heißt, man bräuchte 5 Energieräder, um einen einzigen Schredder laufen zu lassen. Ein bisschen absurd, wie viel man da braucht. Jetzt beginnen wir hier den Damm zu bauen. Dann bauen wir hier einen temporären Aufweg. Temporär, weil das sprengen wir nachher hier weg alle. Also ja, diese 2 Breite sprengen wir hier einen Gang hinein, um die Schlucht zu fluten. Nur brauchen wir einen Weg, dass wir da auch hochkommen, damit wir fällen können. Also damit wir ja, das frei machen können. Weil dann machen wir hier oben nochmal irgendeine Weizenfarm oder so. Ups, das wäre nur in die Wand hinein. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist, bevor sie es fertig gebaut haben. Sonst wäre es peinlich geworden.
Warte. Der Weg geht hier entlang. Das heißt, wir machen hier zwischen den Damm. So. Nochmal hier noch ein Wasserressort, wo wir theoretisch auch eine Pumpe reinhauen können. Für Notfall. Schön ist, jetzt haben wir einfach, wir haben so viel Holz, das heißt, solche Dämme bauen dauert überhaupt nicht lange. Vor allem, wir haben jetzt auch ein paar mehr Arbeiter. Das macht den nach noch schneller insgesamt. Hier Fabrik können wir eigentlich noch pausieren. Sägewerke können wir auch ein paar passieren. Dann können wir Datenschredder mal betreiben. Dann bekommen wir jetzt mal langsam ein paar Metallblöcke. Können ich damit hier nachher das Gebäude bauen. Und dann den Schredder hier auch noch fertig bauen. Brauchen wir nur 30 Metallblöcke. Das heißt, 60 Altmetall müssen wir verarbeiten. Ja, das wird dauern. Der Damm ist schon fast fertig. Der ist auch schon relativ weit. Forschung haben wir schon. Na, haben wir noch nicht fürs Monument. Fehlt noch ein Tausender.